Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Dass ich asiatische Filme liebe, habe ich hier auf meinem YouTube-Kanal wahrscheinlich schon 1-2000 Mal gesagt. Dass ich aber nur deswegen sämtliche asiatischen Filme kenne und einen großartigen Überblick habe, das habe ich selten erwähnt, weil das wäre außerdem auch gelogen. So kann man mir beispielsweise immer wieder den ein oder anderen Klassiker vorsetzen, der so klassisch ist, dass ich trotzdem keine Ahnung hatte davon, dass er existiert. Wobei man mir bei bestimmten Filmen auch nicht einmal wirklich einen Vorwurf machen kann daraus. So wie beispielsweise bei dem Donnie Yen-Klassiker Cheetah on Fire. Wo sich vielleicht der ein oder andere von euch jetzt ebenfalls denkt, Cheetah on what? Ja, dieser Donnie Yen-Film aus dem Jahr 1993 ist bislang noch niemals im deutschsprachigen Raum veröffentlicht worden und wurde jetzt von Shamrock Media für die deutsche Mediabook-Veröffentlichung zum allerersten Mal deutsch synchronisiert. Man bekam im besten Fall eine britische Videokassette von Eastern Heroes, die im kantonesischen Original mit englischen Untertiteln gelaufen ist, aber Verzeihung, bislang noch keine deutsche Fassung. Und die hat jetzt Shamrock nachgelegt, dabei natürlich wieder, wie vom Label gewohnt, verschiedene Cover-Artworks angeboten. In dem Fall habe ich mich bewusst gegen das von Ralf Krause entschieden. Der hat zwar, finde ich, bei den letzten Veröffentlichungen von Shamrock wirklich ganz besonders geniale Artworks abgeliefert, aber bei Cheetah on Fire ist in meinen Augen dieses Artwork hier mit seinem doch etwas individuelleren Zeichenstil, vor allem mit diesem etwas metallen fast wirkenden, mit diesem Türkis Kiesen Überhang hier und den wirklich absolut großartigen Linienführung hier, dem von Ralf Krause, das natürlich eben in dem gewohnten getraceden, etwas flächigeren Stil daherkommt, absolut und mit einem großen Teil überlegen. Dieses Motiv finde ich wundervoll. Ich liebe die Art, wie das Ganze eben hier überwiegend diese grünlich-türkisen unterkühlten Farben bietet, dafür dann aber natürlich gegen Ende trotzdem noch dieses On-Fire thematisiert mit den eingespielten orangen Tönen, dass man eben hier ein wirklich farblich abwechslungsreiches und interessantes Artwork bekommt. Das Ganze ist hier in dem Mediabook wirklich sehr schön produziert worden und wer möchte, kann sich einmal hier ein bisschen die Inhaltsangabe des Films ansehen, denn wie gesagt, zum ersten Mal und frisch synchronisiert. Dazu hat Shamrock dann außerdem auch noch ein Interview mit Michael Woods angefertigt, der als Schauspieler in dem Film zu sehen ist, das mit fast 40 Minuten zu Buche steht und außerdem gibt es dann noch Trailer zu einigen weiteren Filmen, die man von dem Label bekommen hat. Das auf jeden Fall einer der interessantesten Asia-Neuveröffentlichungen aus diesem gesamten Jahr und das eben mit frischer deutscher Synchro. Bin ich schon extrem gespannt darauf, wenn ich hoffentlich bald die Zeit dafür finde, mir auch den Film anzuschauen. Zuerst muss ich einfach einmal Vorlieb nehmen, nur mit dem Mediabook. Da bekommen wir nämlich auf dem Frontcover-Artwork vom Booklet gleich das Ralf Krause-Artwork. Ist natürlich auch ein weiterer Punkt, der, finde ich, dagegen spricht, sich dieses Cover-Artwork dann auch noch außen aufs Mediabook zu holen. So hat man dann ein bisschen mehr Abwechslung bei seinem Mediabook, wobei das natürlich immer wieder ein bisschen schade ist, weil man das meistens nicht weiß, welches Artwork dann auf dem Booklet Frontcover ist. Wir bekommen dann hier auf der linken Seite die Blu-ray ebenfalls mit dem Ralf Krause Artwork und auf der rechten Seite dann die DVD mit einem alternativen Artwork, das allerdings nicht aus der Feder eines talentierten Zeichners stammt, sondern einfach das klassische gefotoshoppte Motiv ist. Gefotoshoppt ist definitiv dann auch das Innenleben von diesem Film, der quasi die actionreiche Note mit, ach ja, einem Jaguar. The Cheetah Man sind quasi dann hier. Angry Video Game Nerd Fans, wo seid ihr? Aber das ist ja auch übrigens der Grund, why can't you play cards in the jungle? Because of the cheetahs. Ach Gott. Dafür sehen wir eben hier das Innendesign mit einem Bild dann noch hier auf dem Backcover vom Booklet. Aber ganz besonders interessant ist natürlich dann auch, was sich hier im Inneren von diesem Booklet versteckt. Dabei haben wir es nämlich wieder mit einem Text zu tun, der dessen Autor sich uns erst am Ende
erschließt. Aber zumindest einen kleinen Einblick in den Film können wir hier schon gewinnen. Der Film, wie gesagt, aus dem Jahr 1993, demnach eben mittlerweile auch schon 30 Jahre auf dem Buckel. Und wir sehen, finde ich, an den Screenshots relativ deutlich, dass es sich hier offensichtlich um einen typischen Overacting-Meilenstein der asiatischen Filmgeschichte handelt. Das ist ja tatsächlich etwas, was mit seinem Overacting und seinen Slapstick-Einlagen selbst für hartgesottene Fans manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig erscheinen könnte, aber trotzdem mit einer schön trashigen Note immer unterhalten kann. Geschrieben hat das Booklet kein geringerer als Christoph Kellerbach, der in dem Fall auch sehr schön sicherlich wieder recherchiert hat zu dem Film und einige Dinge ausgepackt hat, die man sonst nicht gewusst hätte. Da freue ich mich dann auch drauf, das nach der Sichtung zu lesen. Aber das auf jeden Fall ein interessanter Film. Ein früher von Donnie Yen, der von Regisseur Thomas Yip gedreht wurde, der aber in der OFDB nur insgesamt 3 Filme vermerkt hat, wobei die anderen eher so im Comedy-Segment einzuordnen sind. Und Cheetah on Fire, der einzige Action- bzw. Kampfsport Film aus seiner Filmografie ist, aber da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was Shamrock hier für uns ausgegraben hat.